Und damit hallo. Wir zocken Viktor Fan. Ja, erreiche das verlorene Chateau. Wir versuchen ein paar Geheimnisse damit rauszufinden. Wir wissen jetzt, warum hier eigentlich die Kacke am Dampfen ist. Ich glaube, das kann man jetzt auch nicht mehr sagen. Im World Wide Web. Wir kennen den Verursacher der ganzen Problematik. Ist niemand weiteres als die Königin selbst, die ja immer sozusagen sehr weit vorausschauend war. Ja. Und immer sehr, sehr, sehr positiv ausgerichtet, dass das alles kein Problem ist. Aber wir wollen die jetzt dafür nicht verantwortlich machen und versuchen, eine andere Lösung zu finden, als die jetzt zu töten, um das Problem hier generell zu lösen. Wäre ja sonst auch zu einfach. Jo, dann gehen wir kurz mal in den Codex. Wir haben hier ein neues Monster gerade kennengelernt. Den Flammenwächter. Man sieht, das Artdesign ist immer sehr ähnlich. Bloß, dass er halt mal einen anderen Schauer hat. Kann dankbar dafür sein, dass diese Gargoyles in festen Platz gebunden sind. Denn die brodelnden Dampf in ihrem Marmor geschlagenen Körpern könnte mich mühelos innerhalb von Sekunden bei lebendigem Leib geahnen. Ich verfluche die Tatsache, dass ich diese Monster immer wieder in den engsten Räumen begegne, wo ich wenig tun kann, um ihnen sie sengenden Atem auszuweichen. Okay. Das war traurig, aber auch kein Problem, weil wir machen die ja trotzdem platt. Das klappt alles. Man sieht schon, die Map ist ziemlich groß. Daher habe ich jetzt ein paar kleine Probleme, hier alles zu erforschen. Ich bin ja immer noch so ein Mensch mit großem Forschungsdrang, der jetzt irgendwie alles dann erkunden muss, bevor er irgendwo weitergeht. Aber naja. Gehört halt auch mit dazu. Nicht so schlimm. Essenzen der Magie. Steckbriefe, okay. Jesus Caesar, okay. Großen See, können wir reinspringen? Nee. Ich weiß gar nicht, ob Viktor Fransch oder Viktor Fran überhaupt schwimmen kann. Immer interessant. Schon durch. Mit dem Zauber haben wir uns verbessert. Das war auch gar nicht mal so dumm. Lebensaura verbreitern. So. Ach nee, verbreitet. Das ist die Seltenheitsstufe. Das Schöne ist jetzt durch dieses Transmutieren. Oh Mann. Sind jetzt irgendwie alle Sachen wichtig geworden. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt so meine. Schlug der tapfere Jäger die grauenvolle Bestie. Alles dank seines Hutes. Okay, danke. Jetzt wissen wir auch, warum überall diese Outfits Hüte haben. Damit das dann noch immer stimmt. Wo war ich jetzt hängen geblieben? Schick. Auf jeden Fall haben die Waffen jetzt mehr Nutzen gekriegt, dadurch, dass man die jetzt auch upgraden kann. Vorher hast du die ja bloß verkaufen können. Jetzt macht es auch Sinn, die Waffen auch zu behalten. Und die dann für bessere Sachen dann zu nutzen. Okay.
Haben wir jetzt alles? Doppelter Schaden. Ah, es ist zu spät. Jetzt lohnt auch nicht mehr. Heilen kennt uns. So, ich glaube, hier haben wir alles gefunden, was wir finden wollten. So, klappt doch super. Ah ja. Das Schöne ist halt, man kann hier doch ein bisschen was entdecken. Ich benutze ja den Overdrive normalerweise viel zu wenig. Weil dabei sind die Fähigkeiten gerade gut und ich habe den ja auch eigentlich aufgebessert. Dann sollte ich das auch mal ein bisschen mehr verwenden. Yay, und da sind wir wieder am Anfang. Aber wir haben mal wieder ein bisschen was gefunden und wir können jetzt auch geradeaus durch. Da, wo wir noch nicht waren. Da ist ein Speicherpunkt, den können wir nachher mal aktivieren. Wir gehen jetzt hier lang. Man kann es auch so fertig machen. Hast du daran gedacht, dir deinen eigenen Heldennamen zuzulegen, Victor? Sowas wie Hetman, wegen deines duper Hutes? Hetman, Hetman, Hutmann. Schnapp dir die Gargoyles Hetman von der Zunge. Hetman. Ja, guter Hetman. Okay, der Witz war eigentlich total scheiße, aber was soll's, durch den Soundbug war der Witz noch mal ein bisschen schlechter. Ach ja, er sollte eine Anspielung auf Batman sein, der Heldenname. Naja. Keine Ahnung, wie ich das wieder hinkriege. Wer weiß. Aber Soundfiles laden ja eigentlich von der Festplatte. Es kann ja nur wieder sein, dass meine Festplatte wieder zu viel schreibt. Passiert ja ganz gerne mal. Das ist der noch da. Okay, da hinten ist ein harter Gegner. Das wollen wir jetzt erstmal noch nicht riskieren. Ja. Ja, die Festplatte schreibt wieder ordentlich. Habe ich jetzt hier meine Uhr? 22.06. Vielleicht hat die auch wieder irgendein Scheiß ab. So ein schönes Update-Programm wieder mal gearbeitet. Ich habe nicht mitgekriegt, dass das immer zu vollen Stunden passiert. Und da hat zum Beispiel Etteware so ein Service, so ein Update-Service, der sich dann immer wieder reinmogelt und dann natürlich auch wieder Festplattenarbeit verbraucht. Das heißt, dadurch, dass hier bis eh eine Festplatte habe, greifen natürlich alle Hintergrundprogramme auch noch auf die Festplatte zu. Und wenn dann halt ein Programm
wie Etevea dann auch nochmal sich ein Update hier ziehen will und dafür dann auch nochmal irgendeinen komischen Kram im Hintergrund installiert, dann hast du natürlich das Problem, dass alles andere darunter auch mitleiden muss. So ist der Service ja eigentlich nicht schlecht, dass du da nicht um nichts kümmern brauchst. Das ist ja genauso wie bei Steam. Du brauchst ja auch da keine Updates wie früher suchen. Macht der alles von alleine. Aber wenn du dir mal sagst, ja, ich möchte damit jetzt nicht unbedingt konfrontiert werden, dann ist sie auch nicht mehr da. Schade, ich wollte eigentlich hochspringen. Aber was soll's, es gibt schlimmere Sachen. Oder? Ja. So, dann werden wir mal den dicken Gegner hier kaputt machen. Oh, wir kriegen doppelten Schaden. Das nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Dann schießen wir den erstmal die ein paar rein. Und dann. Dann nutzt man das. Das bringt mehr, wenn man jetzt dann was gegen die dicken einsetzt. Ey, das war's schon. Nice. Das war ja echt easy. Easy peasy. Ich gar nicht so erwartet. Ja, immer ein bisschen bremsen in unserer Geschwindigkeit. So, da haben wir hier noch ein paar Gegner, hier haben wir noch ein paar Gegner, okay. Oh, wir wollen uns mal ein bisschen heilen. Au, oh. Einmal gerade ordentlich. Diese Dinger scheinen wirklich derbe zu explodieren. Nee. Doch nicht, war bloß ein Effekt von denen. Ach Mist. So, jetzt ist er weg. So, hier sind nochmal zwei Gorgels, die gehen wir mal kurz hier rüber. Hier sind auch Gegner, wir müssen ja irgendwie hier hochkommen, nicht? Ah ja, ich weiß auch wie. Like Boss. Sehr schön. Mensch, ich renne mal jetzt auf den Dächern rum, das ist ganz cool. Oh, tanzende Zombies wieder. Yay. Darauf haben wir uns ja die meiste Zeit gefreut. Das ist natürlich wieder special. Gerade hier noch so ein Dings. Oh, eine Flamme ersticken, ja. Das war ja auch eine Mission. Oh, wir wurden jetzt so oft getroffen. Also die tanzenden Zombies mit den Gangnam Style, die treffen uns doch ein bisschen ein paar Mal öfters. Das hätte ich gar nicht so erwartet. Okay, ich kann mal auch wieder droppen. Droppen wir mal. Sehr gut.
Und dann haben wir das Dach hier schon abgeschlossen. Cool. Und dann abschließen. Mach's gut. Tschüss.